eine Sache, die in einer Beziehung mit einem Narzissten immer wieder erleben werdet. Ihr werdet wieder und wieder in einen Streit über eine völlig unwichtige Sache reingezogen und sollt euch am Ende auch noch für etwas entschuldigen, das euer toxischer Partner ausgelöst hat. Immer und immer und immer und immer und immer wieder in dieser kranken Beziehung. Und so läuft's ab. Er hat dich verletzt, du hast es gewagt, ihn darauf aufmerksam zu machen und ihn auf deine verletzenden Gefühle anzusprechen. Darüber wird der Narzisst, die Narzisstin nun sauer reagieren und dich auch noch dafür verantwortlich machen. Nun gibt er dir die Schuld, dass er außer sich und sauer ist. Denn mit der Erwähnung deiner Verletzungen und seiner verletzenden Tat hast du ihm schließlich den ganzen Tag versaut. Dein Narzisst redet sich so sehr in Rage und hört nicht mehr auf. Er bringt Dinge aufs Tablett, die gar nicht zur Sache gehören, und am Ende weißt du gar nicht mehr, um was es in dem Gespräch eigentlich ging. Auch ich habe das erlebt und mich gefragt, ey, um was ging es eigentlich zu Beginn des Gesprächs? Eigentlich wurde ich doch verletzt. Der Narzisst ist Meister der Manipulation und du wirst in einer Argumentation niemals eine Chance haben. Außer, Achtung, Kernaussage, außer du lässt ihn nicht abschweifen. Du beharrst auf das eine Thema, um was es dir in diesem Gespräch gerade geht. Nichts anderes wird besprochen, nur dein eines Thema. Ich weiß, es wird schwer und weil Narzissten niemals Verantwortung für etwas übernehmen, was sie an Verletzungen angerichtet haben und ohnehin keine Emotionen anderen gegenüber haben, wird es wirklich schwer. Aber darum ist diese Taktik der Ablenkung eigentlich und ausschließlich ihr Ding. Lass es dazu nicht kommen. Es geht nur um das eine Thema, auch wenn sie noch so sehr versuchen abzulenken, weil sie keine Emotionen zulassen können. Sie können sich so gut wie nie auf eine Sache entscheiden oder entschuldigen. Aber das Beharren auf dein Kernthema ist deine einzige Chance, dich gegen sie zu behaupten. In diesem Gespräch, in dem es um deine konkrete Verletzung oder Erniedrigung geht, geht es um nichts anderes. Fertig. Über eines musst du dir im Klaren sein. Wenn du dem Narzissten eine Sache, zum Beispiel Fremdgehen, nur ein einziges Mal durchgehen lässt, wird er es dir als Schwäche auslegen und es immer wieder tun. Immer wieder und immer wieder. Auswahl haben Narzissten wie Narzisstinnen immer. Siehe Handy-Kontaktliste aller Ex-Partner. Gerade Männerbekanntschaften lassen sich gerne auf eine Freundschaft-Plus-Geschichte mit ihrer Ex-Narzisstin ein. Also setze auch im Streitgespräch Grenzen. Sofort. Sonst wird es nur noch schlimmer. Aber, und das ahnst du bestimmt, schlimmer wird es mit dem Narzissten ohnehin immer. Mit der Narzisstin genauso. Denn sie können einfach nichts anderes.